Für Leute, die bei einer Smartwatch einen traditionellen und modischen Look bevorzugen, waren die Smartwatches von Fossil schon immer sehr interessant. Und mit der neuen Fossil Gen 6 verspricht Fossil jetzt neben einem modischen Design auch eine deutlich verbesserte Hardware- und Akkulaufzeit und einige neue und spannende Funktionen. Ob die Fossil Gen 6 diese großen Versprechen auch tatsächlich einlösen kann und ob sie eine gute Alternative zur Konkurrenz von Samsung und Co. ist, erfahrt ihr in diesem Testbericht. Also bleibt dran! Äußerlich ist die Fossil Gen 6 auf jeden Fall schon einmal gut gelungen. Ähnlich wie beim Vorgänger hat die Uhr einen eher traditionellen Uhrenlook, der zusammen mit dem 1,28 Zoll großen AMOLED-Display wirklich schick aussieht. Etwas negativ aufgefallen ist mir lediglich, dass es nach wie vor einen ziemlich dicken schwarzen Rand rund um das Display herum gibt, der gerade bei hellen Watchfaces nicht wirklich schick aussieht. Ansonsten ist das Display aber wirklich schick und hat einen praktischen Always-On-Modus und eine gestochen scharfe Auflösung von 416x416 Pixeln. Was den Style und das Design der Uhr angeht, hat man bei der Fossil Gen 6 eine riesige Auswahl. Man kann nicht nur aus verschiedenen Metall-, Stoff-, Silikon- und Lederarmbändern auswählen, sondern hat auch die Wahl aus einer maskulinen 44mm Variante und einer 42mm Variante, die sich eher an die Damenwelt richtet. Und zusätzlich lassen sich alle Varianten dann auch noch mit zahlreichen verschiedenen Watchfaces und Wechselarmbändern anpassen. Ich hatte im Test die 44mm Variante mit einem Metallarmband. Die sieht zwar super schick aus, hat aber auch ein paar Nachteile. Zum einen war das Kürzen des Armbands sehr umständlich und mir sind dabei gleich zwei Stifte abgebrochen, was auch nicht wirklich für die Qualität des Armbands spricht. Und auch zum Sport eignet sich das Metallarmband eher weniger, da die Uhr dadurch einfach nicht fest genug sitzt, um eine zuverlässige Herzfrequenzmessung zu gewährleisten. Ich würde euch also eher empfehlen, ein Leder- oder Silikonarmband zu wählen oder einfach noch ein Wechselarmband mit dazu zu kaufen. Bei der Hardware und Performance verspricht Fossil große Verbesserungen. Unter anderem ist die Fossil Gen 6 nämlich die erste Smartwatch mit dem neuen Snapdragon 4100 Prozessor. Der hat neben dem Hauptprozessor auch noch einen kleineren Co-Prozessor, der Dinge wie das Always-On-Display oder auch die durchgängige Herzfrequenzmessung steuert und dadurch eben sehr viel Akkuleistung sparen kann. Aber auch der Hauptprozessor kann sich sehen lassen und sorgt für eine spürbar bessere Performance im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Dadurch läuft Wear OS jetzt auf der Fossil Gen 6 wirklich so flüssig wie niemals zuvor. Etwas gegeizt hat Fossil aber bei der sonstigen Hardware. Hier bekommt man nämlich nach wie vor nur 1 GB RAM und 8 GB internen Speicher. Damit bekommt man hier von der Hardware her ein ähnliches Paket wie mit der TicWatch Pro 3 und eine etwas schlechtere Leistung wie mit der Samsung Galaxy Watch 4, die mit 1,5 GB RAM und 16 GB internem Speicher noch etwas mehr zu bieten hat. Weiterhin ist die Fossil Gen 6 mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher zum Telefonieren und zum Bedienen der Sprachsteuerung ausgestattet. Und dazu kommt dann auch noch Bluetooth 5, WLAN, GPS und NFC zum mobilen Bezahlen mit Google Pay. Um eure Gesundheit und Aktivität zu überwachen, gibt es einen Beschleunigungs- und Höhensensor sowie eine Herzfrequenz- und SpO2-Messung. Fortschrittliche Gesundheitssensoren wie eine EKG- und Blutdruckmessung gibt es hier aber leider nicht. Dafür sind aber zumindest die Sensoren, die es gibt, sehr zuverlässig und präzise. Aber dazu später noch mehr. Zur Bedienung kommt neben dem Touchscreen und den beiden seitlichen Tasten mal wieder die drehbare Krone zum Einsatz. Die funktioniert auch wirklich gut und sorgt insgesamt für eine sehr angenehme Bedienung. Neu ist außerdem, dass die Fossil Gen 6 jetzt auch eine Art Schutz um die Krone herum hat, die wohl verhindern soll, dass man die Krone nicht versehentlich drückt. Nur hat das bei mir leider überhaupt nicht funktioniert und ich bin wirklich immer wieder versehentlich an die Krone gekommen. Besonders ärgerlich ist das beim Musikhören, denn da kann man durch Drehen der Krone die Lautstärke anpassen und das hat bei mir eben dazu geführt, dass ich versehentlich die Lautstärke auf maximal aufgedreht habe und mir dann wirklich fast die Trommelfelle geplatzt sind. Aktuell läuft die Fossil Gen 6 noch auf Wear OS 2.3 und noch nicht auf dem neuen Wear OS 3, das man ja zum Beispiel schon von der Samsung Galaxy Watch 4 kennt. Es steht allerdings schon fest, dass die Fossil Gen 6 in Zukunft auch auf das neue Wear OS 3 geupdatet werden soll. Das soll allerdings erst Mitte 2022 passieren. Wenn man die Uhr aktuell kauft, muss einem also bewusst sein, dass man zumindest für die erste Zeit noch mit dem alten Wear OS leben muss, bevor man dann auf Wear OS 3 updaten kann. Und das könnte eben ein Problem sein, da sich viele App-Entwickler natürlich nicht mehr um die älteren Versionen kümmern und sich stattdessen lieber auf das neue Wear OS 3 konzentrieren. Wenn man die Fossil Gen 6 aktuell kauft, muss man also zumindest für die erste Zeit noch damit leben, eine veraltete Software zu nutzen, für die es nur wenig Support gibt. Trotz dieses großen Nachteils muss ich sagen, dass man auf der Fossil Gen 6 trotzdem wirklich aktuell alle wichtigen Funktionen bekommt, die man von einer modernen Smartwatch erwarten kann. Man hat den Google Assistant, Google Maps, Google Pay und trotz Wear OS 2.3 hat man auch im Google Play Store immer noch eine riesige Auswahl an verschiedenen Apps. Man kann außerdem auf WhatsApp-Nachrichten antworten und mit der Uhr telefonieren und über Spotify und andere Streaming-Dienste auch Musik hören und sogar offline speichern. Das Fitness- und Gesundheitstracking war auch bei bisherigen Fossil-Smartwatches nie eine Stärke und das ist auch bei der Fossil Gen 6 nicht anders. Man bekommt zwar im Vergleich zum Vorgänger eine neue SpO2-Messung,
aber fortschrittliche Gesundheitsfunktionen wie eine EKG, Blutdruck oder Stressmessung fehlen hier nach wie vor. Zum Sporttracking hat man die Wahl aus Google Fit oder Fossils eigener Sport-App, die allerdings beide sehr oberflächlich bleiben und wirklich nicht für anspruchsvolle Sportler geeignet sind. Dafür muss ich aber sagen, dass zumindest die Sensoren sehr zuverlässig funktioniert haben. Die Herzfrequenz und SpO2-Messung war im Vergleich mit anderen Geräten sehr präzise und auch der GPS-Sensor hat immer in wenigen Sekunden ein Signal gefunden und hat meine Strecke anschließend auch zuverlässig aufgezeichnet. Die Akkulaufzeit war bei allen bisherigen Fossil-Smartwatches immer ein großer Kritikpunkt. Und das soll sich mit der Fossil Gen 6 jetzt ändern. Der neue Snapdragon 4100 Prozessor sorgt nämlich nicht nur für eine bessere Leistung, sondern ist gleichzeitig auch deutlich energiesparender. In der Praxis bedeutet das, dass man mit der Fossil Gen 6 jetzt je nach Nutzung mit einer Akkulaufzeit von 1 bis 2 Tagen rechnen kann. Mit allen Funktionen aktiviert und mit Always-On-Modus kam ich in meinem Test immer gut über den Tag und hatte abends dann immer noch irgendwas zwischen 30 und 10% übrig. Ohne Always-On-Modus und einige der anderen energieintensiven Funktionen habe ich dann auch bis zu 2 Tagen geschafft. Das ist alles in allem immer noch nicht überragend, aber zumindest auf einem Level mit anderen Top-Smartwatches wie der Apple Watch oder auch der Samsung Galaxy Watch 4. Durch das neue verbesserte Ladekabel ist es jetzt außerdem möglich, den Akku der Uhr in unter einer Stunde von 0 bis 100% aufzuladen. Was aber leider nach wie vor nicht möglich ist, ist das kabellose Laden über den Qi-Standard, wie es zum Beispiel die Galaxy Watch 4 kann. Insgesamt bekommt man mit der Fossil Gen 6 meiner Meinung nach einfach zu wenige Neuerungen, um sich wirklich mit der Konkurrenz messen zu können. Und da man zum aktuellen Zeitpunkt auch noch kein Wear OS 3 hat, gibt es auch im Vergleich zum Vorgänger nur wenig Neues. Man bekommt hier keine wirklich großen neuen Funktionen, sondern eher ein solides Hardware-Upgrade und eine etwas bessere Akkulaufzeit. Dadurch kann ich die Fossil Gen 6 zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nur für Leute empfehlen, die besonders viel Wert auf den modischen Look von Fossil legen. Für alle anderen sind die Samsung Galaxy Watch 4, die bereits auf Wear OS 3 läuft, oder auch die TicWatch Pro 3, die ebenfalls Wear OS 3 bekommen soll und ein gutes Stück günstiger ist, bessere Alternativen. Ebenfalls interessant könnte die Fossil Gen 6 aber auch für iPhone-Nutzer sein, die nach einer Alternative zur Apple Watch suchen. Denn anders als die Samsung Galaxy Watch 4 ist die Fossil Gen 6 auch weiterhin mit iOS kompatibel. So, das war meine Meinung zu den neuen Fossil Gen 6. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da.